Ladies and Gentlemen, ja, herzlich willkommen zurück hier bei unserem Viscera Let's Play mit dem Sino, dem Martin. Hallo. Das ist Roleplay. Rapschen. Nicht am Rapschen. Ja, wir machen den Raum jetzt hier fertig. Ist nicht abgekackt diesmal, Gott sei Dank. Ja. Fortnite einmal. Und dann werden wir auch mal gucken, wie das mit den Safe-Games hier funktioniert. Genau. Aber wir wollen jetzt erstmal versuchen, hier wirklich was zu schaffen. Wir wollen sauber machen. Denn das ist unsere Aufgabe hier. Einfach mal putzen. Ja, das größte Problem ist halt echt so, müsstest eigentlich alle Leichenteile mal einsammeln gehen und die vor den Ofen packen, damit du hier nicht immer so viele Fußstapfen drauf hast. Ja, okay. Wisch ich die ganze Zeit hinter dir her. Ja, aber das ist übelst, dieser ganze Kleinscheiß, das ist natürlich, man kann auch nicht mehrere Sachen irgendwie aufheben. Gut, jetzt könnte ich mir einen Eimer hinstellen und das alles reinschmeißen. Irgendwas hat hier gerade geschlabbert. Oh. Aber du machst auch wirklich alles sauber. Guck mal, hier ist eine Door Control. Ja, sag ich ja. Und wenn wir das fertig haben, dann werden wir dadurch nämlich weiterkommen, denke ich. Ich hol mir mal einen Eimer. Ich hol mir mal irgendwo einen Eimer, dass ich diesen ganz kleinen Scheiß einsammeln kann. Oh, dieses Geräusch meinte ich. Wieso kommen da Leichenteile raus? Das ist der Frustfaktor. Weil das wieder alles voll saut, weißt? Ah ja, das ist, glaube ich, so richtig extra, Alter. Oh man, schon wieder ein Leichenteil. Warum denn? Also das Spiel ist wirklich auch gemein. Oh ja. So, hier habe ich ein Torso. Keine Ahnung. Die arme Sau, Alter. Aber erstmal alle Kisten oder so? Ne, gut, die Leichenteile, gut, das ist erstmal das Wichtigste, weil die schmaddern rum. Ja, eben. So. Ich habe mich schon gefragt, ob wir irgendwie diese Falltür hier aufmachen können, aber das geht nicht. Hier der Kopf noch mit Gasmaske. wir werden einfach mal, denke ich mal, in die Kommentare einfach mal reinschreiben, mit wie viel man das hier spielen kann eigentlich. Ja, wir machen ja heute ein paar Folgen. Okay, jetzt haben wir das erst in der letzten gesagt, also in der zweiten. Natürlich doof, weil man nicht weiß. Keine Ahnung. Wir überlegen nämlich, wie wir so dieses Let's Play Together da machen können, quasi. Also mit euch? Genau, und schreibt es einfach in die Kommentare. Wir gucken halt, wie viele Leute das Spiel dann schon haben und sowas. Ja, genau. Wir euch kontaktieren. Am besten in die Kommentare und bei Facebook am besten uns das privat anschauen. Nein! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Autsch! Okay. Also ihr könnt auch generell schreiben, ob euch das Spiel überhaupt interessiert, ob das, wie es ankommt, ist klar, ne? Oh. Er macht hier Randale. Pass auf, ich stelle hier einen Eimer hin, ja? Ich mach radikal sauber jetzt, so. Du machst das ganz fein. Oh, da oben steht Schmier-Warning. Ich muss mir das mal übersetzen. Oder ihr könnt es übersetzen und in die Kommentare schreiben. Dann haben wir es schon tausendmal übersetzt. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist nur eine normale Warnung. Ja, denke ich auch. Appear correctly. Ich glaube, der Standort der Aktoren hier, der. Das könnte sich verzögern, da kann ich richtig hinhauen irgendwie. Vielleicht ein bisschen asynchron oder sowas. Ja. Och nein! Warum? Why? Kam schon wieder eine Leiche raus, ja? Ja. Schrecklich. Oh, hier liegt so Mann, viel. Wer frisst denn sowas hier? Crisp, Alter. Fetzo Crisp. Krass. El Fetzo sogar. El Fetzo. So. Alter, der schlimmste Dreck ist echt diese Schmodder, Alter. Der geht nicht weg. Guck mal, ich prüf das hier. Oh. Mach das ordentlich, mein Freund. Digga. Nein. Ich war das nicht. Scheiße, Entschuldigung. Du dumme Sau, ey. Wo bist du hin? Hier. Ich war das nicht. Komm mal her hier. Hallo. Ich hab hier einen Riesenpimmel. Ich werde ihn benutzen, Alter. Du und Riesenpimmel.
stimmt, selber alles verbrennen, so mache ich das auch im Real Life. Also so räume ich bei mir zu Hause auch auf, ne? Ich packe alles, was in meinem Zimmer rumsteht, verbrenne das. Ja, das kann ich bezeugen. Er wollte mich ja auch mitsamt der Couch in den Ofen schieben, aber es hat nicht gepasst. Ja, Mann. Digga? Was? Du stehst auf meinem Eimer. Schon wieder? Ich steh gar kein Eimer. Doch. Ach du Scheiße, hab ich gar nicht gesehen. Der ist bei mir gar nicht da gewesen. Der ist eben gerade aufgebackt. Aufgebackt. Was? Oh. Ich gerade einen Herzinfarkt gekriegt, Mann. Das ist gut. Der Strahl backt übelst rum, Alter. Krass. Ghostbusters! Niemals die Strahle kreuzen! Machst du sauber? Das ist schön. Ich brenne hier gerade irgendwie ein Loch rein, glaube ich. Alter, ist das schwarz, ey. Boah! Guck mal, wie schwarz das ist. Krass. Aber das ist sehr krass. Können wir das wieder sauber jetzt? Ist das scheiße gebaut? Weiß ich. Guck mal, ob du das abwischen kannst. Mein Mob ist dreckig. Du hast scheiße gebaut, Junge. Nee, es geht nicht mehr ab. Du hast es versaut. Jetzt können wir dieses Level nie wieder beenden, Alter. Ist mir egal. Nehmt das Spiel doch mal ernst. Ja, machen wir. De-Abo. So. Ah, das sieht doch schon ganz cool aus, auf jeden Fall. Ja, aber hier die ganzen Fußabdrücke, Alter, ist das schrecklich. Ja, das müssen wir zum Schluss machen. Wir müssen erstmal den ganzen Müll hier wegmachen. Ja, ich glaube auch, ne? Sonst rennen wir aber da immer wieder durch. Erstmal echt alle leichten Teile, glaube ich. Hä? Ja, diese leichten Teile. Du warst gerade weggebackt, Alter. Ich habe nur einen fliegenden Fuß, der an mir vorbeigekommen ist eben. Ich denke, hä? Bist du David Copperfield? Ja, ja. Ja, ist ein bisschen buggy noch. Ja, ziemlich, glaube ich. So, wir müssen das echt erstmal. Diese Teile würde ich stehen lassen. Lass uns mal Leichenteile sammeln. Ja, okay, okay. Das Spiel Lass uns mal Leichenteile sammeln, Hobby. Ist auch schon. Verdammt, das kannst du doch hier nicht sagen. Ist das ein Leichenteil? Na gut, da hängt auf jeden Fall ein bisschen Fleisch dran. Das zählt dazu. Also das Spiel ist auch schon eine Weile draußen, ne? Ich glaube, ein Jahr ist es auch schon draußen. Grüß mich. Nein. Boah, aber die Grafik geht auch voll klar, ne? Ja, aus Unreal Engine 3, ne? Also es ist in Ordnung, also auf jeden Fall, das geht gut klar. Ach, wir haben den Ofen nur da hinten, das ist ja das Fiese, ne? Ja, Mann. Alter, hier wirst du doch nie im Leben fertig, Junge. Oh, wenn ich das... Alter. Oh. Was kann ich hier eigentlich machen? What a load? That's what she said. What a load. Oh nein, und dann backt das hier alles rum. Scheiße. Ja, also es funktioniert noch nicht hundertprozentig perfekt hier. Ich weiß auch gar nicht, ob da überhaupt noch weitergemacht wird an dem Spiel. Oh, jetzt hab ich's befreit. Kann ich das da reinschmeißen? What? Was? Ich habe hier irgendwas an dem Computer gedrückt und... Okay. Das Level gewechselt. Sehr schön. Ja. Ach nee, wir sind im Office jetzt drin. Guck mal, Alter, wir können uns hier andere Sachen holen. Guck mal. Hier ist noch ein Mob. Das ist unser Office hier, Mann. Oh, scheiße. Lol. Ah, krass. Okay. Jetzt können wir hier irgendwas... Können wir hier sicherlich machen. Jetzt können wir uns hier einen neuen Mob holen. Hier ist Exit. Ah, das ist ja auch mal interessant jetzt. Das ist jetzt durch Zufall gefunden, oder was? Okay. Worker slips on blood bleeds. Package stuck on Monday morning when Dr. A. Gilbert was couched unaware by a small patch of blood from one of his colleagues. Man, ist die Scheiße doch alleine. Alter. Hier ist ein Sanitäter noch irgendwie. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Hier Exit oder was? Ich glaube, ich weiß wie, warte. An dem Computer vermutlich. Geh mal weg. So. Dann hier wieder drücken. Lock. Ah, ich kann den Code geben. Eins. Oh, aufräumen. Geht nicht.
Guck mal, ob du hier irgendwo einen Code findest. Toll. Jetzt sind wir hier gefangen in so einem Scheiß. Wir müssen nur einen Code finden. Ja, ich räum auf. Oh. Lies mal echt die Papiere hier. Vielleicht finden wir dann ein Easter Egg oder so. Anders kommen wir hier nicht raus, oder was? Weiß nicht. Also hier... Ich hab die Klobrille gefunden. Nein, ich backe. Hör auf damit. Weil guck mal, hier steht ein Code drauf. Ja, es ist locked. Also muss ja irgendwo ein Code sein. Findest du nicht? Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Okay. Auf irgendeiner Dose steht er wahrscheinlich drauf. Ich hab dir nicht einen Raum zugebaut. Oh, ist das ein Assi, Alter. Das ist mein Bruder. Ja, ich kann wirklich so schnell lesen, wie ich die Teile gerade hier in die Ecke hau. Aber ist ihm aufgefallen, es ist schön sauber hier. Ich habe auch geputzt. Ich habe geputzt. So, nun hol uns raus hier. Ja, wir müssen diesen Code finden. Ach Quatsch. Ernsthaft? Nein. Ja. Dann guck, hier kannst du Zahlen eingeben, aber ich weiß den Code nicht. Warst du schon an der anderen Tür hier? Hier, Exit, Mann. Hier ist eine andere Tür, Alter. So. Hä? Du hast im Game rausgegangen. Ich bin raus, ja. Okay, ich folge nochmal. Jetzt bin ich wieder drin. Ach, hier kommst du komplett raus aus dem Spiel. Du hast Scheiße gebaut, Mann. Nein, wir müssen doch diesen Code finden, Junge. Du rennst hier halt nur rum. Konzentrier dich und such. Komm. Irgendwo steht was. Ich finde was. Irgendwo. Gleich hinter dem Schrank. Der Tür. Das muss doch ganz einfach sein. Können wir hier. Wir machen mal 1, 2, 3. Geht nicht. 3, 4, 5, 6. Alter, wo kriegen wir jetzt diesen scheiß Code? Ach so, da ist hier, guck mal, hier sind zwei Türen. Ja, ich habe hier die Tür gerade gefunden hinter den Schränken. Aber du musst ja auch irgendwie hier reingekommen sein. Da irgendwo was eingegeben an der Tür, dann so waren wir weg, zack. Krass. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich ein Problem. Ich glaube auch. Versaut. Versaut. Wir müssen nur einen Code finden. Ja. Irgendwo muss der ja stehen. Vielleicht hängt der wirklich hier an irgendeinem Zettel. Das ist natürlich richtig interessant jetzt. Achso, den können wir richtig. Ah. First Aid, bla 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 bla. Meinst du, das ist dann so ein Easter Egg? Hast du die alle schon durchgelesen? Ja, so ziemlich. Immer die 500. Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt. Ich glaube, wir sind einfach zu glatt, Alter. Das wird eine ganz einfache Geschichte sein. Während wir uns das jetzt schon live angucken, klatschen wir uns bestimmt schon ins Gesicht, Alter. Ja, Mann. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Auch nicht. Oh Mann. Ja, was können wir jetzt machen? Das ist jetzt ein bisschen uninteressant, glaube ich, für die Leute. Wir suchen den Code. Nein, das ist aber langweilig. Oh. Und ich glaube auch nicht, dass hier ein Code drin irgendwo zu finden ist. Warte mal. Hier auf der Kiste vielleicht? Guck mal, was da drauf steht. Steht da Wurstfest drauf? Wurstfest 93. Geil. Ist das Oktoberfest wohl gemeint? Guck mal vorne drauf. Ja, ich hab's gesehen. Lol. Wurstfest. Was sind denn so... Wir müssen einfach nur ausprobieren. Hier, komm. Das wird nächstes Mal... Oh. Alter, ich backe hier gerade übelst rum. Ich komme auch nicht mehr klar. Ah, hier können wir die Schränke aufmachen. Diese Schließfächer hier vielleicht? Guck mal, hier ist sogar eine Bürste. Die ist festgepackt. Kann ich dir damit die Zähne putzen? Natürlich. Ich will dich putzen. Ich bin tot. Nein. Hast mich umgebracht schon wieder. Aber ich lebe noch. Ich bin noch warm. Ich zitter auch noch ein bisschen.
Das kriegen wir auch hinein. Das ist bestimmt ganz einfach, Alter. Wir stellen uns gerade an wie Holz, ey. Wahrscheinlich. So, wollen wir mal logisch überlegen hier. Logisch überlegen. Tja. Tja. Ich habe auch keine Idee. Auch nicht. Mach das Ding einfach nass. Vielleicht geht's ja kaputt. Hey. Scheiße, und hier gehst du komplett raus aus dem Spiel, ja. Boah. Eins, drei, drei, sieben. Warte. Ne, du kannst nur drei Zahlen eingeben. Eins, drei. Das ist ja übel, Alter. Also auf den Zetteln steht definitiv nichts drauf. Ja. Decke hier oder so. Also wenn ihr den Code wisst, bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, bis dahin wissen wir den nämlich auch. Und ärgern uns, dass wir das nicht rausgefunden haben. Hier, guck mal hier. 3, 9, 7. Echt? Hier, hier unten steht was dran. Auf dem Sunny-Kasten. 3, 9, 7, ich probiere aus. 3, 9, 7. 3, 9, Nope. Nicht? Hier steht echt... Vielleicht 7, 9... Nee, guck mal, hier steht 3. Echt drauf. Und gut versteckt, guck mal. Oder ist das eine 1? Siehst du die Zahlen, die da drauf stehen? Nee, dreh, halt das Ding mal höher. Hier vorne. Nee, ja, einfach hochhalten. Da. Das ist auf jeden Fall ein Hinweis. Bei mir steht da 88, 99... Ne, da drüber, auf 1, dem... 0. Oben in der Ecke. Was reingekritzelt. 397, ja. Raute. Ja. Raute. Ah, versuch mal. Weil hier gibt's keine Raute. 2. Das ist aber auf jeden Fall ein Hinweis, Alter. Vielleicht ist das auch für die Tür hier? Das ist ja Rätselspaß hier sogar, Mensch. Wie aus? Ich guck mal. 3 9 7 Jetzt müssen wir bestimmt 99, 8 probiere ich jetzt mal. Nicht irgendwie Enter drücken oder macht er dann automatisch unlocked? Hier war 500. Nee, das glaube ich nicht. Hier ist auch noch eine 51. Ich habe keine Ahnung. Das ist gar nicht so einfach gerade. Aber das ist der einzige Hinweis, den ich... Einfach. Oh. Mein Handy ist voll geladen. Nein. Es war wirklich jetzt der einzige Hinweis, der Sinn gemacht hat auf dem Sunny-Kasten da. Aber es funktioniert nicht. Vielleicht ist das ein Bug. Vielleicht. Weil das ist richtig raufgekritzelt und sind drei Zahlen. Krass. Das kann hier überall sein, wir haben keine Ahnung. Aber. Ah. Da steht auch nichts drauf. Vielleicht in so einem Sprint, warte, bis man die ganzen Sachen hier so. Das ist krasser Rätselspaß hier. Ich komme hier nicht mehr rein, Alter. Hier kann ja tatsächlich überall was draufstehen. Wenn das auf so einem Kasten ist, da irgendwie die Zahl. Boah, krass. Wir sind lost in space, Alter. Wir sind lost in office. Ja. Ich komme hier nicht mehr raus. Das ist alles deine Schuld. Das ist alles. Komm her. Komm her. Kannst du mich hochheben? Das ist alles deine Schuld. Ich will dich töten. Will dich töten. LOL! Was? Du hast mich getötet. Ja! Ich bin in zwei Teile gebrochen. Ich bin in zwei Teilen. Nee, bei mir bist du ganz. Wo bist du hin? Du bist weg. Deine Leiche ist so weg. Halb im Boden. Krass. Irgendwie. Wie? What the fucking hell?
Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ja. Ich bug hier übertrieben rum. Ah, ich bin wieder da. Okay, an dieser Stelle, es ist schon wieder soweit. Ich denke mal, wir werden dann einfach wieder ein neues Level anfangen, weil das haben wir jetzt gerade irgendwie verkackt. Kaputt gemacht. Du hast es verkackt. Du bist doch hier reingegangen. Meine Leiche buggt hier auf jeden Fall. Hier, sie ist weg. So, ich denke, wir werden hier im Leben nicht mehr rauskommen und wir werden ein neues Level starten. Ich denke auch. Sterb! Ist gut, hör auf! Hör auf! Sterb! Er willst nur, dass ich draufgehe, Alter. Durch irgendeinen Witz sterbe ich dann. Ja, das versuche ich ja gerade die ganze Zeit. Okay, gut, das war jetzt die Leute, Matti. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!